gucken, wo man rennt. Der Weg hat ihn doch schon gesehen. Yo, what the fuck? Nein! Was ist das denn? Holy shit! Ey, was war das denn, Alter? Er hat ihn von hinten abgestochen und dann kam noch einer. Was geht ab, YouTube? Alright Times zurück mit einem neuen Video hier auf seinem Channel. Heute mit dem neuen Modern Warfare. Heute geiles Multiplayer-Gameplay-Premiere. Oh, ich werde es mir jetzt reinziehen. Ich weiß, ich bin, glaube ich, 2 Tage zu spät dran. Oder einen Tag oder 2 Tage, ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall bin ich zu spät dran. Aber ich habe mir das Video jetzt einfach mal hier auf meinem PC. Und ich werde es jetzt einfach mal anschauen und Reaktionen dazu abgeben. Und let's go. So, ich bin mal gespannt. Das stand ja auch hier, 1. August. Ich bin so gespannt darauf. Ich habe mir noch nichts angeschaut. Ich habe jetzt mal ein bisschen vorgemacht vom Video. Hello. We're in, man. Hello. Can you see us right now? This is live. We are here today. Yes, as you guys saw in that duty, it's about having fun. First session to wins the chat. For Drake. Here we go. I'm excited. I need some of my caffeine. Let's go, man. Here we go. King. Woo! Here we go. Woo! Wait. Whoa. Sieht schon mal von der Grafik nice aus. Wäre echt, sagen wir es. Oh. Schöne Waffe. Oh, jetzt bin ich echt mal gespannt. Soll das jetzt 2 gegen 2 sein, ja? Bin echt mal gespannt. Mal einen rausgemacht. Oh. Die Grafik sieht echt wirklich nice aus. Über fett. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig. Oh, ich bin so. Oh, shit. Von hinten hat er ihn abgeknallt. Richtig nice. Also, es sieht auf jeden Fall mal nice aus, aber es sieht auf jeden Fall ein Stück weit anders aus. Also, so. Their steps, absolute. Kobe! Need their steps? My nade didn't hit. I hit him. Meet their steps up top. Got one. Yo, what the fuck? Wie hat der Ding geholt? Got our steps. Heftig. Stun in their side top. I stun him their side top. Go, pushing. Moving up. Easy. Let's go, baby! Oh, they're quiet now! Quiet now. Yeah, that's too easy. I want to try to lower my sense. Yo, this thing rips. See this laser sight? Yeah. What's he doing, bro? Is he hiding? Alright, MP5. No. He's got an RPG. Jordan's ready with the RPG. Ich hab mir mein Kreuzband gerissen. Ich hab so eine Schiene umgesetzt und ich muss mal ein bisschen gucken, dass das alles ein bisschen gerade bleibt. Wenn es aber zu gerade ist, dann tut's weh. Voll scheiße, ich erzähle euch auch später mal in einem Video, was passiert ist und warum ich mir meinen Kreuzband gerissen habe. Aber erstmal schauen wir hier einfach den Shit weiter. Also bis jetzt sieht es echt wirklich mega nice aus. Aber ich finde halt auch irgendwie vom Rennen ist es halt irgendwie. Sieht es ganz anders aus als das andere Call of Duty, so, finde ich. Oh my god, echt anders. Okay, so sieht die Menüführung aus. Also ich bin wirklich echt gespannt. Das sieht ja so ein bisschen so, ist ja so wie so ein. Ja, was soll ich sagen? Sieht wie so ein Mix aus von Call of Duty, Battlefield und Rainbow Six. Also so kommt es mir vor. So wie das aussieht von den Steuerung, von der Bewegung her aus. Aber gut, muss man selber gespielt haben. Mal schauen. Wird es wirklich wieder so ein richtig mega geiles Call of Duty oder wird es so ein Call of Duty, wo man sagt, so, das spielst du 3 Monate und danach sagst du wieder keinen Bock. Oder es wird jetzt das ganz, ganz komplett Neues. Also ich bin wirklich gespannt. Also es sieht ja wirklich schon mal nice aus. Also gut, viel sieht man jetzt noch nicht, ne? Aber es ist natürlich schon überheftig geil. Good job, bro. Mal ein bisschen vor hier. Up top. Oh, what the fuck. Ja, den fast beide geholt.
to lose? How does it feel to lose the first ever Modern Warfare multiplayer match? Tell me. I'm gonna shotgun. What's the feel? Oh wait, we're not done. Wait, I thought we were done. It shows how much I need to learn the rules. He's back left, back left. Got a kick. Like, I'm flying. He might be pushing me. He's pushing me. You're stunned. I'm mounting. Ah, zur Seite kannst du dich auch noch hauen. Das ist natürlich nice. Ich muss echt wirklich sagen, so, ich bin jetzt schon wieder so, das ist so, wenn ich was sehe davon, ich bin eigentlich so ein Typ, ich schaue mir nichts an, bevor überhaupt das Spiel raus ist. Ja, er boxt weg. Ich schaue mir wirklich gar nichts an und bin dann immer so ganz geschillt und warte immer. Aber ich wollte mir das unbedingt reinziehen. Und jetzt habe ich mal so richtig Bock drauf. Also ich habe wirklich so richtig just drauf, das jetzt selber zu spielen und einfach so, ja, yeah, knacki die knacki, ey. Knick knack, weißt du? Where's my throwing knife? Did I get it? Yeah. Got melee. They're both top, top, top. You gonna judge it? What the fuck? Spannend. Warum rennt der weg? Hat ihn noch schon gesehen? No! Warum rennt Yo, what the fuck? Nein! Was ist das denn? Holy shit! Hey, was war das denn? Alter. Er hat ihn von hinten abgestochen und dann kam noch einer. What the fuck, Alter, war das geil gerade. Das ist ja ordentlich. Was für ein Scheiß, Alter. Ah, weiter auf die Wiener. TP still changes here. I think you see that. Look at the sprint. Ready? This is sprint 1. This is sprint 2. He's on their steps, on their left steps right now. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so grundsätzlich so ist, dass die Maps so klein sind. Weil die jetzt gerade 2 gegen 2 spielen oder ob die. Aber ich glaube, die haben vielleicht auch gerade nur die kleineren drin gehabt zum Schauen. Das sieht aber auf jeden Fall. Do they cap it? Oh, they cap it. Wie man nice ist. They don't want to fight us, bro. They don't want to fight us, dude. You guys are so afraid of me. You're so afraid of my sniper, dog. I'm gonna hit the shot right now and get clipped everywhere. Es muss auch für die Leute auch so über nice sein, wenn die einfach so schon das neue Spiel zocken können, ey. Einfach so über nice. I've asked myself that for years, Jordan. He might run on my claymore. Make him run up the stairs. That was a terrible idea. It's okay, you just you only have like 10% of his health. You would pistol! You have no self-respect! No surprise, the Brit does that. No surprise. Pistol out, like, come on, man. Pistol gezogen hat. Trying to get no surprise. Are you kidding me? No surprise. You. MP7. MP7. I'm literally their dad. MP7. Also ich bin wirklich echt mega gespannt, wie das Spiel wird, weil das sieht wirklich so nice aus. Boah, heftig. Krass. I just choked. Oh, no. Shut the stream off. Shut the stream off. The game's unrevealed. Wait till late one. If anyone clips that, you're banned. Also überheftig famed. I mounted for the less recoil too, and I literally missed still. Und die Leute dahinter denken sich so, oh Mann, ich will auch spielen. Oh, these kids are gonna be so mad. Ah, der Boxen. Don't be upset, buddy. And oh, I hit him. Super. Oh dear God, right side. Back right. Alle Granate zurückbekommen. Über nice. Ah, zum Heilen, habt ihr gesehen? Gibt es auch was. Also man kann sich wieder healen. Alles klar, das haben sie übernommen. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Did I really just say that? Did I really just say, ladies, I'm single? Oh my God. I'm never gonna be invited back for one of these again. Das sieht nice aus. They're gonna be like, he ain't sehen auch stacks. Einfach mal die Waffen wieder, sag ich mal so, wie ganz normal, wie normalen Krieg. Ja, ich habe jetzt ungefähr dreimal normal gesagt, aber es sieht jetzt wirklich mal aus wie normale Waffen. Also nicht wieder dieses extreme sehen aus, wie weiß nicht was. Und ich bin kein Fan davon. Also ich meine, also ich habe den ganzen Kram bei BO4 auch. Also mit Season Pass und den ganzen Kram, was man da so kann. Ich finde das so übertrieben. Ich fand immer so diese Standardfarben, die du bekommen hast und es dann Gold und Diamant. Alles okay, alles cool. Ja, wirklich. Bin ich Fan von, kann ich sagen, so ist in Ordnung. Aber die
ganzen extremen Tarnungen und Farben und so. Ich bin kein Fan davon, wie gesagt. So, dann auch bei BO4 jetzt. Dann hast du eine Version, wie gesagt, von der Waffe, die sieht aus, dann hier jetzt diese Piratenversion und so. Denkst du, hey Leute, kommt schon. Also man kann so übertreiben. Und dafür verlangen die auch noch Kolonen. Und das Schlimme daran ist, dass die Leute das so extrem krass kaufen auch. Nicht schlimm. Also nicht meins. Deswegen finde ich das ganz geil. Das sieht alles mal wieder so natürlich aus, ja. Also nicht so dieses Extreme, wie jetzt auch wieder bei Black Ops 3 oder 4 jetzt gewesen ist und so alles. Hier, schaut euch das mal an. Das sieht einfach aus wie ein ganz normaler Standardwald, da wo die Army ihr Training macht oder sonst was. Das sieht einfach nur übergeil aus. Und das habe ich so vermisst und ich finde es mega, mega geil gesagt. So. Und natürlich, dass es auch noch Boots on the Ground ist, ist natürlich richtig cool. Wo ich nichts gegen das Jumpen habe, wo ich Boot of the Ground ein Stück weit bevorzuge. Und das ist jetzt hier, wie gesagt, wieder so eine Sache, wo ich sage, übergeil sieht es aus. Und wenn, man muss ja auch überlegen, die Grafik, die wächst ja auch noch so extrem mit. Und die wird ja immer besser. Absolut Wahnsinn. Einfach nur geil. Kann ich jetzt sagen. Top. Da bin ich wirklich so gehypt drauf. Und warte, haben wir hier noch eine Map? Auch wieder die gleiche Map hier. Ja, das wollen wir nicht spielen. Dann machen wir mal ganz kurz Pause hier. Machen wir den hier drauf, das Bild. So, machen wir jetzt Pause. Also Leute, was sagt ihr dazu? Also ich bin auf jeden Fall richtig gehypt. Ich habe richtig Bock auf Modern Warfare. Ich will das unbedingt spielen. Und ich werde es mir auch wieder vorbestellen, sodass ich es auch richtig schnell habe. Die Beta auf jeden Fall. Ich habe es bis jetzt auch letztens bei Black Ops 4 nicht geschafft, die Beta, so diese Anfangsbeta, aber dieses Wochenende reinzuspielen. Ich muss unbedingt, wie gesagt, und es wird ja hundertprozentig wieder so sein, dass auf der PS4 wieder eine Woche vorher ein Wochenende drin ist. Es ist mir egal und das werde ich diesmal auch machen. Ich habe eine PS4 hier und ich werde auf jeden Fall ein Wochenende vor der Xbox, weil ich bin Xbox-Spieler, definitiv mit der PS4 da reinschauen und da schon rumballern, weil diesmal will ich auch ein paar Videos raushauen darüber und ich will es unbedingt sehen. Also Leute, wie gesagt, so schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, von dem Spiel. Ich bin auf jeden Fall voll gehypt, ich bin mega drauf. Ich sag mal so, es ist ja auch nicht mehr lange hin und schauen wir mal. Das wird richtig, richtig, richtig geil und zwecks meinem Knie, was da passiert ist, das werde ich euch im nächsten Video erzählen. Bis dahin erstmal auf jeden Fall reingehauen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Abonnieren, Daumen nach oben. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.